Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Forum TV, dem Wirtschaftsmagazin aus Ostbrandenburg. In Niederfinow entsteht gegenwärtig ein neues Schiffshebewerk. Doch bis es fertig ist, muss das alte, fast 80-jährige Hebewerk noch den kompletten Verkehr bewältigen. Ende Februar startete es in die neue Saison. Dieses Schiff hat polnische Steinkohle geladen. Kohle ist eines der wichtigsten Güter, die auf dem Oder-Havel-Kanal transportiert werden. Das Binnenschiff gehört zu den ersten, die nach der Winterpause in Niederfinow Fahrstuhl fahren. Ende Februar ist das Schiffshebewerk wieder in die Saison gestartet. Es ist ein sehr früher Start in diesem Jahr. Wir sind mitunter auch schon Ende März erst gestartet, weil der Kanal so lange zugefroren war. Aus dem Grund läuft es halt langsam an. Und wir haben aber auch schon für Besucher geöffnet. Und am Wochenende waren schon mehrere hundert Gäste hier. Jörg Schumacher arbeitet seit 20 Jahren im Schiffshebewerk. Er und seine Kollegen befördern pro Jahr 17.000 Schiffe vom Schubverband bis zum Sportboot 36 Meter in die Höhe bzw. nach unten. Die Winterpause nutzen sie für Reparaturen. In diesem Jahr ist unter anderem eines der 256 Stahlseile ausgewechselt worden. Das erste seit 30 Jahren. Die Seile halten die Fahrstuhlkabine, den Trog. Das Schiffshebewerk selbst wird am 21. März 80 Jahre alt. Voraussichtlich bis 2025 soll es weiter Schiffe befördern. Parallel zum neuen Hebewerk, das direkt nebenan in die Höhe wächst. Der zukünftige Arbeitsplatz von Jörg Schumacher und seinen Kollegen. Ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen, weil das ist schon was Besonderes. Vom Fällen des ersten Baumes, also eigentlich auch vom ersten Pinselstrich, irgendwie mit dabei zu sein und das dann irgendwann in Betrieb zu nehmen. Weil Hebewerke werden auf der Welt nicht so oft gebaut und das wird wohl für die nächsten Jahrzehnte hier bei uns das letzte sein, was gebaut wird. Das ist schon spannend und wie gesagt, ich freue mich ganz doll drauf, wenn es losgeht. Die vier gewaltigen Stahlbetontürme und 12 großen Stützen des neuen Schiffshebewerkes sind fast fertig. Diese Betonpfeiler werden wichtige Teile des späteren Fahrstuhls tragen. Die beiden langen Stahlträger für die Rollen, über die die Seile laufen. Diese Seilrollenträger werden gerade vormontiert. Im April soll ein Kran sie dann auf den Rohbau heben. Das Schwierige ist die Ausrichtung der Teile zueinander, weil man muss ja daran denken, das ist im Prinzip eine große Maschine, die sehr geringe Toleranzen nur zulässt. Ja. Und wir haben jetzt den Massivbau, das Grobe, fertiggestellt und jetzt kommt eben der Stahlbau und Maschinenbau, wo es an das diffizile Ausrichten der Teile zueinander geht, sodass da nachher nichts klemmt und auch nichts wackelt. Auch die stählerne Kanalbrücke wird bereits angedockt. Ihre Segmente müssen noch verschweißt werden. Das Bett für den neuen Kanal, die Zufahrt zum neuen Hebewerk, gibt es gleichfalls schon, mit einem Grund aus Steinen und Ton. Noch ist das Kanalbett trocken. Künftig werden hier bis zu 115 Meter lange moderne Schiffe anlanden, die für das alte Schiffshebewerk zu groß sind. Auch doppelstöckige Containerschiffe kann der neue Fahrstuhl befördern. Wir rechnen damit, 2016 werden wir mit dem Betrieb beginnen. Damit die größeren Schiffe aber auch auf den Wasserstraßen weiterfahren können, müssen ältere Brücken angehoben werden. Das geschieht derzeit ganz in der Nähe der beiden Hebewerke. Hier wird die Klosterbrücke durch einen Neubau ersetzt. Bauarbeiter fügen das Stahlskelett gerade zusammen. Im Sommer soll sich die neue Brücke dann über das Wasser spannen. Mit knapp über 100 Metern ist sie dann eine der größten Brücken in der Umgebung. In Deutschland werden gegenwärtig die Büroberufe reformiert. Ab August wird nur noch der Kaufmann oder die Kauffrau für Büromanagement ausgebildet. Dahinter steckt mehr als ein neuer Name. Vieles ändert sich für Berufsschulen, Unternehmen und Azubis. Silvio Sallmann lernt einen Beruf, den es bald so nicht mehr gibt. Kaufmann für Bürokommunikation. Also am meisten Spaß macht mir halt viel mit Zahlen zu rechnen, dass ich halt hier auf Arbeit Bilanzen erstellen kann, wo meine Chefin dann sehen kann, dass ich, wo sie was einsparen können und wo sie halt, also wo ich halt viel mit Zahlen machen kann. Rechnen müssen auch die zukünftigen Azubis im Frankfurter Business und Innovation Center. Aber der Beruf, den sie erlernen, ist ein anderer. Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement. Die drei bisherigen Büroberufe werden zu einem zusammengelegt. Für die Azubis und ihre Ausbilder ändert sich vieles.
Die jungen Leute sollen selbstständiger tätig werden, sie sollen handlungsorientierter tätig werden und der Kollege soll mehr als Mentor und Moderator auftreten, und um die jungen Leute dahin zu bringen, dass sie wirklich selbstständiger tätig werden. Statt in den klassischen Fächern wie bisher werden die Schüler in der Berufsschule in Lernfelder unterrichtet. Kenntnisse sollen sie erwerben, indem sie Aufgaben lösen, wie sie später im Beruf zu meistern sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass die jungen Leute bestimmte Grundlagen, zum Beispiel in der Tabellenkalkulation, mitbringen. Es wird kein Fach Informatik mehr geben, so wie wir das jetzt unterrichten, sondern das ist integriert in den Lernfeldunterricht. Die Aufgaben, die Schüler dann erhalten, sind mit den Kenntnissen am Computer zu lösen. Die Frage ist, ob die Schüler diese Kenntnisse schon mitbringen. Ansonsten müssten sie diese erst hier erwerben. Auch für die Unternehmen ändert sich einiges. Sie müssen vor Abschluss des Ausbildungsvertrages entscheiden, wo sie ihre neuen Mitarbeiter später einsetzen wollen. In der Logistik, der Personalwirtschaft, Marketing oder Sekretariat. Diese Spezialisierungen heißen Wahlqualifikationen und werden von den Unternehmen ausgewählt und ausgebildet. Lehrpläne ändern sich. Das klassische Zehnfinger-Maschinenschreiben muss keiner der Azubis mehr erlernen. Dafür wird mehr Wert auf Fremdsprachen gelegt. Silvio Salmans Chefin Heike Gensing wird die Ausbildung in ihrem Unternehmen jetzt anders organisieren. Sie hat noch viele Fragen zu dieser Reform. Interessant finde ich die Sache, dass die jungen Leute aktiver auch in der Schule sich mit Problemen beschäftigen können. Der Teil ist super. Jetzt muss da noch eine günstige Verbindung gefunden werden, dass ausreichend Wissen vermittelt wird. Und nicht in der Schule, dass nicht die Unternehmen als Ausbilder auch für den theoretischen Bereich mit dastehen. Schulabgänger diesen Jahres werden ab 1. August zu Kaufleuten für Büromanagement ausgebildet. Der Beruf soll den Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes besser entsprechen. Es wird ein sehr attraktiver, modernisierter Beruf, wo viele Aspekte der modernen Arbeitswelt einfließen. Und die jungen Leute haben ein attraktives Berufsbild, einen attraktiven Namen, Kaufmann, Frau für Büromanagement, haben Fremdsprachenkenntnisse mit drin, sodass sie sich also auch im internationalen Bereich bewähren können. Und ich denke schon, dass es sehr attraktiv für sie sein wird. Die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg ist derzeit dabei, die Unternehmen über das neue Berufsbild zu informieren. Das Gastgewerbe verzeichnete im vergangenen Jahr leicht gestiegene Umsätze von 8,4%. Das geht allerdings einher mit einer sinkenden Anzahl von Gasthöfen. Die Hotellerie ist von diesem Rückgang jedoch nicht betroffen. Fremdkapitalfinanzierung, explodierende Energiekosten und die Erhöhung der GEMA-Tarife machen den Unternehmen zu schaffen. Insgesamt gibt es in Brandenburg 5.500 Betriebe im Gastgewerbe. Das sind 6% der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen im Land. Deutlich zugelegt haben die Umsätze auf dem Brandenburger Bau. Die Betriebe des Bauhauptgewerbes konnten laut Amt für Statistik ihre Erlöse im Jahr 2013 um fast 4% auf 2,3 Milliarden Euro ausweiten. Die Zahl der Beschäftigten ging allerdings um knapp 1% zurück. Neue Kontonummer, neue Bankleitzahl. Die Einführung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes bedeutet für Unternehmen einen erheblichen Aufwand. Die EU hat den Zeitraum für die SEPA-Einführung bis 1. August ausgedehnt. Wir fragten bei Unternehmen nach, ob ihnen diese Fristverlängerung nützt. Durch diese großen Behälter fließt das Fürstenwalder Trinkwasser. Eisen und Mangan werden hier aus dem Wasser gefiltert. Das Fürstenwalder Wasserwerk versorgt 40.000 Bewohner der Stadt und ihrer Umgebung. Insgesamt beliefert der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland, ZVWA, 55.000 Menschen mit Wasser und entsorgt ihr Abwasser. Damit gehört er zu den Unternehmen in Ostbrandenburg mit besonders vielen Kunden, deren Bankdaten im Zuge der SEPA-Umstellung geändert werden mussten. Wir hatten die Jahrtausendwende, da gab es Aufwand, um das alles umzustellen, um die Software entsprechend anzupassen, dass die Software diese neuen Daten erkennen konnte. Und was mir auch immer wieder einfällt, ist die Euro-Umstellung, die Euro-Einführung. Das war eigentlich eine Aktion, die vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt hier mit SEPA zu erledigen haben. Der Zweckverband engagierte IT-Profis, um SEPA einführen zu können. Besonders schwierig für den Verband, die Umstellung fällt mitten in die Phase der Jahresendrechnungen. Trotzdem haben die Fürstenwalder die Umstellung zum ursprünglich geplanten Stichtag 1. Februar abgeschlossen.
Mit SEPA erhöht sich natürlich für uns der Verwaltungsaufwand. Der Bearbeitungsaufwand wird größer, aber wir erreichen damit auch eine größere Sicherheit für unsere Kunden. Zum Beispiel können die Lastschriften, wenn der Kunde der Meinung ist, die sind unberechtigt erfolgt, die dann auch länger zurückgerufen werden. Und diese größere Sicherheit, denke ich mal, könnte auch den einen oder anderen Kunden durchaus dazu bewegen, uns ein SEPA-Mandat zu erteilen, was früher praktisch diese Einzugsermächtigung war, die uns berechtigt, diese Abbuchungen dort vorzunehmen. Viele Unternehmen haben die Umstellung zum Februar abgeschlossen. Wir haben schon umgestellt. Wir haben auch alle Lieferanten, mit denen wir Abbuchungsaufträge vereinbart haben, ermächtigt, über SEPA-Lastschrift einzuziehen. Also ich sehe da überhaupt keine Probleme. Wenn Sie Auslandsüberweisung hatten, mussten Sie ja eh schon immer BIC und IBAN angeben. Und ich finde das gut, dass es jetzt für alle gleich ist. Dass man, also mein Sohn wohnt zum Beispiel in der Schweiz. Und das ist immer mühselig dann mit IBAN und BIC. Und jetzt wird es eben für alle gleich und ist auch okay. Wir kriegen ein bisschen mehr Transparenz rein. Die Seeloer Wohnungsbaugesellschaft hat sich zeitig darauf eingestellt, sodass wir schon seit Oktober letzten Jahres, also seit 2013, schon komplett mit SEPA fahren. Mit einem neuen Warenwirtschaftssystem, mit einem neuen Immobiliensoftwareprogramm. Für manche Firma war die mögliche Verlängerung der Frist für die SEPA-Einführung bis August aber durchaus hilfreich. Für das junge Frankfurter Unternehmen Kochbewusst zum Beispiel, das die Küche der Frankfurter Waldorfschule betreibt. Die Firma mit 5 Mitarbeitern gibt es erst seit einem Jahr. Der Aufbau des Betriebes fiel also zusammen mit der SEPA-Umstellung. Inhaberin Melanie Weiß hat diese allein, ohne Hilfe von spezialisierten Dienstleistern zu bewältigen. Die Verlängerung war auf jeden Fall erleichternd, weil dadurch, dass wir noch ein junges Unternehmen sind, wir in dem ersten Jahr andere Sachen zu tun hatten. Wir haben zum Februar hin die Briefe an die Kunden schon rausgeschickt und noch einen Großteil zurück und werden so jetzt zum April eben starten können. Rund 200 Eltern, Lehrer, Erzieher mussten über die Veränderungen informiert, ihre Bankdaten in der Buchführung angepasst werden. Die eigentlichen Kunden von Kochbewusst haben davon nichts mitbekommen. Sie interessiert eigentlich nur eines, dass das Essen schmeckt. Zu Gast im Studio ist heute Jeanette Pischel von der Sparkasse Oder-Spree. Sie ist Expertin in Sachen SEPA-Umstellung. Guten Tag, Frau Pischel. Guten Tag. Wie ist denn die Situation bei den Geschäftskunden? Haben viele schon umgestellt? Ja, die Sparkasse Oder-Spree hat ja am Umstellungstermin 1. Februar 2014 festgehalten. Und aus dem Grund sind natürlich die meisten unserer Kunden bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen bereits auf SEPA umgestellt. Und läuft bislang alles glatt oder gibt es auch Schwierigkeiten? Die Umstellung ist doch recht reibungslos verlaufen, kann ich sagen. Wir haben uns ja sehr lange und gründlich in unserem Haus auf die SEPA-Umstellung vorbereitet. Wir haben bereits im Jahr 2012 eine Projektgruppe gegründet, die sich mit der Umstellung auf SEPA und die Ablösung des nationalen Zahlungsverkehrs beschäftigt hat. Und vor diesem Hintergrund konnten wir natürlich eine sehr gute Vorbereitung leisten, haben unsere Kunden umfangreich informiert und haben es dadurch erreichen können, dass wir eben an dem besagten Umstellungstermin festhalten konnten und sind im Großen und Ganzen doch sehr zufrieden. Wir hatten ab 1. Februar natürlich vermehrt Kundenanfragen bezogen auf die Umstellung SEPA. Viele rührten daher, dass ja in den Medien die Fristverlängerung auf SEPA doch sehr offen kommuniziert wurde und sehr aktiv. Und viele Kunden haben dann gedacht, dass die Umstellung doch noch Zeit hat bis 1. August, was speziell für unser Haus eben nicht der Fall war. Wir konnten aber die Kundenanfragen alle abschließend klären und stehen unseren Kunden natürlich unterstützend zur Seite. Auch in puncto Lastschriftverfahren gab es viele Anfragen. Da ändert sich ja eigentlich am meisten, wenn man sich die SEPA-Umstellung anschaut. Und auch hier haben wir ja durch die Kundenberater in unseren Geschäftsstellen und die Spezialisten dann in den verschiedenen Standorten unseres Hauses doch Ansprechpartner für die Kunden. Nutzen denn viele Privatkunden auch schon das SEPA-Verfahren? Ja, die meisten unserer Privatkunden nutzen bereits die Belege, die in den Geschäftsstellen auch seit 1. Februar ausschließlich ausliegen, in denen IBAN und BIC einzutragen sind. Für alle Zahlungen innerhalb Deutschlands reicht es, die IBAN auf dem Beleg einzutragen. Dort braucht man die BIC dann nicht. Das gilt nur für Zahlungen in den europäischen Wirtschaftsraum außerhalb von Deutschland. Ansonsten nutzt eben die Mehrheit der Kunden auch bereits im Internet und im Online-Banking bereits die SEPA-Zahlaufträge natürlich. Geben Sie denn auch Hilfestellungen für Unternehmen, die es nicht rechtzeitig schaffen? Natürlich. Unternehmen, die es jetzt wirklich nicht geschafft haben, sollten die SEPA-Umstellung bis zum 1. Februar 2014
vorgenommen zu haben, beziehungsweise jetzt im weiteren Verlauf noch Schwierigkeiten haben, das bis 1. August zu schaffen, werden von unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern in den Geschäftsstellen unseres Hauses beraten. Die Kunden können umfangreiche Informationen im Internet einholen, wo nochmal speziell Fragen und Antworten natürlich auch zu finden sind für die Umstellung auf SEPA. Ansonsten sind die Mitarbeiter in unserem medialen Vertrieb in der Lage, mit den Kunden technisch sehr kurzfristig Umstellungen hinzubekommen in der von den Kunden genutzten Software oder entsprechenden Anwendung. Sollte das alles nicht klappen, gibt es Alternativen. Die Kunden können in der Internetfiliale ohne weiteren zusätzlichen Aufwand für den Kunden selbst SEPA-Aufträge absenden oder können Software unseres Hauses erwerben, die eben sofort SEPA-fähig ist. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das waren die neuesten Wirtschaftsmeldungen aus Ostbrandenburg. Weitere Informationen zu aktuellen Themen erhalten Sie im Internet unter wirtschaftsmagazin-ostbrandenburg.de, auf motz.de und in der Märkischen Oder Zeitung.